Good. Was geht ab, Freunde? Sascha von Skill Gaming TV ist Video und herzlich willkommen zum ersten FIFA 15 Squad Builder von mir. Ja, endlich kommt das erste Squad Builder von mir und das Team kostet, glaube ich, so um die 60.000-70.000 FIFA Coins. Ist ein richtig geiles Team, hat damit schon 2-3 Spiele gemacht und das geht richtig ab. Wir spielen das Team in der 4-5-1-Formation. Unser Manager kommt aus Serie A, habe ich einfach hingepackt, weil ich den noch im Verein hatte. Ich glaube, den habe ich mal irgendwann gezogen. Und ja, da wollen wir auch gleich mal anfangen mit dem Torhüter. Der kommt von Paris Saint-Germain, nämlich Sirigu. Kostet im Moment noch 13.500 Münzen, aber der wird auch immer weiter sinken, glaube ich. Hat richtig geile Werte, ist 1,92 cm groß, noch kein Chemiestil, aber den werde ich mir auch bald besorgen für ihn. Unser Linksverteidiger ist Guardado, kennt vielleicht manche noch von Leverkusen, hat er letzte Saison bei Leverkusen gespielt, hat glaube ich auch noch das Gameface, das Trikot von Leverkusen, glaube ich noch an, das schwarze von letzten Jahr. Ja, hat hoch als Arbeitsrate, geht auch in Ordnung meiner Meinung nach, 1,69 groß, ja. Kopfball braucht er nicht unbedingt als Linksverteidiger, hat ein gutes Tempo mit 82 Tempo und auch noch ein sehr starkes Passspiel und Dribbling und sein Defensivwert ist auch noch sehr gut. Kostet auch nicht so viel Non-Rare-Spieler, 550 Münzen. Ja, kann man sich jedenfalls mal gönnen. Rechtsverteidiger ist wieder ein Non-Rare-Spieler, nämlich Cedric von Sporting Lissabon. Aus der portugiesischen Liga, hat Hoch-Mittel-Arbeitsrate, vielleicht Mittel-Bündel wäre deutlich besser gewesen, aber ja, geht in Ordnung. 82 Tempo geht auch in Ordnung, genauso wie Guardado, hat auch 82 Tempo. Hat mir nur 400 Münzen gekostet. Und ja, ziemlich günstig und dafür ist er eigentlich, hat er eigentlich in den ersten zwei Spielen einen ziemlich guten Job gemacht. Rechter Innenverteidiger ist David Luiz von Paris Saint-Germain, richtig starker Innenverteidiger, hat im Moment alles rausgeholt da in der Innenverteidigung, in der Verteidigung in den ersten zwei Spielen. 77 Tempo, 72 Dribbling, 72 Passen, 80 Verteidigung und 78 Physis, sind richtig starke Werte, 1,89 cm groß und Gladiator als Chemiestil. Der andere Innenverteidiger ist ebenfalls von Paris Saint-Germain, nämlich Marcos aus Korea. Marquinhos ist glaube ich so eine Abkürzung, 79 Tempo, noch mehr Tempo als David Luiz und seine, ja, sein Physis 68, naja, geht so, kann besser sein als Innenverteidiger, aber kostet auch nur 650 Münzen. Und hat noch 80 Defense, also die Verteidigung, ja, ist günstig, würde ich mal sagen. David Luiz und Sirigu, die beiden teuersten Spieler und die anderen drei Non-Wear-Goldspieler gehen eigentlich auch in Ordnung. Und ZM ist ein ZDM, den wollte ich nicht umballen, weil die Umwandlungskarte eigentlich ziemlich teuer ist im Moment. SM wieder von Inter Milan mit Backbone, Chemiestil, ja, soll hinten aushilfen als ZDM natürlich, hat richtig gute Verteidigungswerte und kostet auch nur 850 FIFA-Münzen. Der erste ZOM ist Guarin, ebenfalls von Inter Mailand, ein Kolumbianer. Vier schöne Spezialbewegungen, 1,82 groß und sehr gute Around-Werte, außer vielleicht Defensivwert, kann vielleicht noch ein bisschen besser sein. Aber seine Werte sind ziemlich stark, kostete 6.700 Münzen. Der andere ZOM ist Hernanes. Und der hat in den ersten zwei Spielen schon viermal geknipst, also richtig starker Spieler, den kann ich euch richtig empfehlen. 4 Sterne Spezialbewegung, 5 Sterne schwacher Fuß, einfach richtig, richtig krank. Sein Weitschuss ist auch richtig stark, 81 Schuss, 83 Passen, 84 Dribbling. Richtig guter Spieler. Kostete 6.300 Münzen, ist eigentlich ein ZDM, habe ihn jetzt als ZOM gekauft, deswegen glaube ich noch 300-400 Münzen teurer. LM ist ein richtig starker Spieler, also den kann ich euch richtig empfehlen, hat zwar nur 2 Sterne schwache Fuß, aber 5 Sterne bei Skills Depay. Memphis Depay, ich spreche mir glaube ich so ungefähr aus, kostete nur knapp 10.000 Münzen, 91 Tempo und hat eigentlich auch mehr als 71 Schuss als auf der Karte, habe ich schon in den ersten 2 Spielen bemerkt, 2 Spiele, 2 Tore, 84 Dribbling, richtig starker linker Mittelfeldspieler. Also den müsst ihr euch mal kaufen, den müsst ihr euch mal ausprobieren, richtig, richtig stark. Auf dem rechten Mittelfeldposition haben wir wieder einen 5-Sterne-Skiller, nämlich Luis Nani. Ist jetzt von Menu zu Sporting Lissabon gewechselt. 5-Sterne-Spezialbewegung, 4-Sterne-Schwachfuß, also richtig starke Werte hat er auch. Kostet nur 1.700 Münzen, also echt sehr wenig. Unser Stürmer,
Ja, den könnt ihr euch eigentlich schon denken, nämlich Victor Irbabo, 91 Tempo, 80 Dribbling. 4 Stände Spezialbewegung hat er jetzt auch noch, 15.500 Münzen, also mit, glaube ich, sogar der teuerste Spieler in diesem Team ist Victor Irbabo, 75 Gesamtbewertung, aber einfach nur richtig OP, hat zwar nur ein Tor bisher gemacht, aber es sind ja hab mit der Mannschaft auch nur zwei Spiele erst gemacht. Und ja, das Team kostet so 60.000 bis 70.000 Münzen, hat 100 Chemie, wenn ihr jetzt hier noch hier Mvila umwandelt als ZM, der kommt auch auf 10 Chemie, weil wir ja halt einen italienischen Trainer haben, Serie A. Und ja, da war es auch schon diesen Squad, bitte, falls ihr irgendwelche Ideen habt oder Vorschläge habt, welches Team ich als nächstes bauen soll oder, ja, keine Ahnung, schreibt einfach in die Kommentare als nächstes Team, ein sehr billiges Team für 15.000 Münzen oder so, schreibt einfach in die Kommentare, würde mich drüber freuen. Jedenfalls würde ich mich drüber freuen, wenn ihr eine positive Bewertung für das erste Squad, bitte, da lassen würdet. Also haut rein, bis zum nächsten Video und ciao! I'm so in love with you.